Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht es, sie ist endlich da, meine Benefit Box. Ich habe ihr das Dreier-Bundle bestellt und Benefit Box war die letzte, die noch gefehlt hat, logischerweise. Die ist jetzt vor kurzem gekommen und ich habe natürlich noch nicht reingeschaut, bin aber schon voll am Fiebern, weil ich wissen will, was da drin ist und wie teuer die Sachen sind. Es war auf jeden Fall noch ein Gutschein dabei, beziehungsweise Honey, you're invited. Willkommen auf der Pink Side of Life. Benefit lädt dich auf ein Flash-Make-up ein. Okay, da muss ich aber zu einer Benefit Brow Bar und in der Nähe habe ich kein Benefit Brow Bar. Leider. Ja, das hätte ich sonst sehr gerne gemacht, obwohl ich bin jetzt dann in Wien. Vielleicht gibt es da eine Benefit Brow Bar. Mal gucken. Aber jetzt kommen wir zu dieser wunderschönen Box. Die ist wunderschön designt. Die hat hier unten eben die Öffnung, so magnetisch. Also voll neu für eine Box. Die kann man da so schön tragen. Finde ich mega, mega schön. Total schick designt, aber das sind wir ja gewohnt von Benefit. Und den machen wir jetzt auf. Und da kommt uns schon das Heftchen entgegen. Und das nehme ich gleich auf die Seite. Und da stehen die gesamten Produkte schon drin. Das lege ich mir jetzt daneben. Aber ich sage euch natürlich nicht, welche Produkte drin sind. Aber ich sehe schon welche. Ich nehme eins raus. Das erste, das wir drin haben, ist einmal der Professional Pearl Primer. Also das ist dieser rosane Primer. Soll ein schimmerndes Strahlen und Leuchtkraft verleihen. Verfeinert das Hauptbild und verleiht einen strahlenden und hellwach wirkenden Teint. Und soll dafür sorgen, dass das Make-up eben besser hält. Hat eine ölfreie und seidige und eine super leichte Textur. Und da ist eben ein rosiger Perlglanz drin. Also im Gegensatz zu dem normalen Primer ist hier eben ein bisschen Glanz drin. Ich kenne den, habe ihn aber noch nie getestet. Der kostet in dieser Größe, 7,5 Milliliter sind das, genau, kostet der 14 Euro. Also dieser kleine Primer kostet schon 14 Euro. Das ist echt abartig, was das Zeug kostet. Genau, so sieht er aus. Also werde ich super gerne verwenden. 14 Euro für das kleine Ding. Muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel verwende. Dann noch eine Tube und passend zu dem ersten Primer haben wir natürlich auch den zweiten Primer drin. Den Original Professional Pore Primer. Leichter und ölfreier Paar soll die, leichter und ölfreier Balm soll die Poren und feine Linien optisch verschwinden lassen und einen ebenmäßigen Teint zaubern. Und hat eine lichtdurchlässige Formel, die sich jedem Hautton anpasst und soll eben das Make-up optimal fixieren und hat Vitamin E drin, um die Haut zu schützen vor Radikalen. Ich decke es wieder ein bisschen ab, dass ihr das seht. Mega schön. Mega, mega schön. Und der kostet, da stehen jetzt 8,5 Gramm 27 Euro. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der 27 Euro in dieser Größe kostet. Da sind auch 7,5 Milliliter drin. Gramm, vielleicht ist das anders, aber 7,5 Milliliter steht auf jeden Fall nicht da. Es steht bloß da 27 Euro für 8,5 Milligramm. Und das sind aber 7,5 Milliliter. Also ich kann euch leider nicht sagen, wie viel der kostet. Wird aber auf jeden Fall, denke ich, um den Dreh wie der Pearl Primer sein. Vielleicht ein bisschen billiger. So, dann nehmen wir das nächste raus. Den habe ich, glaube ich, schon auf dem Bild gesehen und da habe ich mich schon mega gefreut. Und zwar ist es der California Blush. Soll pure Frische verleihen dem Gesicht und strahlende Wangen zaubern. Kalifornischen Sonne sozusagen soll das nachempfunden sein. Genau, und es soll eben das Gesicht frischer wirken lassen. Der sieht so schön aus. Also es ist eine kleine Größe. Die kostet mit 2,5 Gramm, das sind 2,5 Gramm, wenn ich mich nicht täusche, steht aber jetzt nicht drauf, kosten 17,50 Euro. Die normale Größe kostet 34 Euro, also 17,50 Euro kostet diese kleine Blush. Das ist schon Wahnsinn. Und den kann man eben hier öffnen. Und hier seht ihr die wunderschöne Farbe. Ich hoffe, ihr seht es ein bisschen. Der hat so einen schönen Goldglitzer drin. Das kann man so schwer beschreiben, aber mega, mega schön. Ich guck mal, dass ich ihn für euch swatche. Also hier habe ich noch den Babo-Lippenstift drauf, nicht wundern. Ja, den sieht man jetzt nicht so doll, aber es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Farbe. Eben mit so Goldglitzerpartikeln drin und ich finde den so schön. Hier ist noch ein kleiner Spiegel und eben ein Pinsel dabei. Und ich habe schon die kleine Größe von dem Hoola Bronzer und da passt der auf jeden Fall super dazu. Jetzt brauche ich bloß noch einen Highlighter, dann habe ich das komplett. Mega, mega schön. Auch wieder super designt.
Dann haben wir, jetzt muss ich tiefer reinfassen, ein Full-Size-Produkt und zwar die Bad Girl Bang Mascara von Benefit. Das ist eben diese, die so einen coolen gezackten Deckel hat. Es ist auf jeden Fall die Farbe 8D01 und die sieht so schön aus. Seht euch die mal an. Ich tue sie mal raus. Sie hat eben ein Gummibürstchen, das sehr dezent ist, eher kürzere Borsten hat, aber von der Länge her sehr lang ist. Also die Bürste ist sehr, sehr lang. Aber mega cool, werde ich sehr gerne verwenden. Ich habe noch eine Probe von der Bürste da. Muss ich mal gucken, vielleicht werde ich dann die Probe an euch verschenken, weil ich habe ja jetzt die Originalgröße. Aber die Originalgröße, die werde ich mir natürlich behalten. Jetzt habe ich hier Blush dran. Aber mega cool, eine Originalgröße. Der kostet stolze 27 Euro. Alter, ist das teuer. 27 Euro. Aber ein tolles Full-Size-Produkt. Also Mascara kann man immer brauchen. Und dann haben wir noch ein... Nein, noch zwei Produkte. Und zwar haben wir einmal den Bravo. Also ich denke so wie Bravo. Bravo Conditioning Primer. Also ich denke mal Primer. Conditioning and Priming. Soll sie eben auch voller machen. Also ich weiß jetzt nicht, ob da eine Farbe drin ist. Also hier steht auf jeden Fall... Primetime für deine Augenbrauen bekommst du. Dieser nährstoffreiche Primer macht unscheinbare Brauen sichtbar. Allein getragen, glättet und pflegt er. Verwendest du ihn als Primer, verstärkt und verlängert er die Wirkung der nachfolgenden Produkte. Das in ihm enthaltene Keratin sowie Sojaprotein verleihen deinen Brauen ein volleres und gesünderes Aussehen. Also wer meine Brauen schon mal in Natura gesehen hat, der weiß, dass meine Augenbrauen fast nicht sichtbar sind. Also die sind zwar vorn sichtbar, aber hinten werden sie immer lichter, also weniger und deswegen, ja, kann ich das auf jeden Fall brauchen, aber mir wäre es lieber gewesen, wenn so ein Gimme Brow drin gewesen wäre. Jetzt ist es der Primer, ist auf jeden Fall auch nicht schlimm, der hat hier eine Bürste, wo man das eben drüber streichen kann, mit so kleinen Noppen dran, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, genau, so sieht es aus. Das dreht man dann hier hinten raus, mache ich jetzt aber nicht, weil ich ihn noch nicht verwende. Werde ich aber auf jeden Fall bald machen, aber ist auch ein Full-Size-Produkt und kostet, würde ich mir ehrlich gesagt niemals für diesen Preis kaufen, dass es nur ein Primer ist, der kostet 30,50 Euro. 30,50 Euro für diesen Primer. Aber wie gesagt, der Gimme Brow, der wäre mir lieber gewesen. Aber ich bin um jedes Produkt von Benefit froh, weil ich die mir einfach so nicht kaufen würde. Beziehungsweise, ja, selten. Und da müsste noch ein Produkt drin sein. Machen wir jetzt auf. Ja, hier ist noch ein Produkt. Und zwar haben wir hier noch den The Real Double The Lip, ja. Ich hätte erst gedacht, dass das eine Mascara ist, weil da gibt es ja auch eine The Real Mascara. Aber es ist ein Lippenstift in Mini-Format, in dieser Tropfenform. Das ist so ein Ombre-Lippenstift. Hier oben ist er eben etwas dunkel und hier unten ist er etwas heller. Da muss man auch hier unten drehen und so sieht der Lippenstift aus. Genau, also so sieht der Lippenstift aus. Und den tun wir hier neben den Blush hin. So sieht er aus. Ja, ich sehe da, ihr seht es hier unten, ist es ein bisschen dunkler als hier. Das macht eben der Lippenstift, so ein Ombre-Effekt. Finde ich auf jeden Fall cool. Gucken wir mal, wie viel Produkt hier drin ist. Ja, es ist jetzt nicht mega viel, aber es reicht auf jeden Fall. Lippenprodukte brauche ich eh nicht so schnell auf. Ich habe ja eh so viele. Genau, und das ist die Farbe Lusty Rose. Es ist aber auf jeden Fall auch eine Probegröße. Die sind normalerweise größer. Und dieser kostet, Originalprodukt kostet 22 Euro und dieser kostet 12 Euro. Also auch wieder stolzer Preis für 12 Euro. Ja, sehr stolzer Preis. So, das sind nun die ganzen Produkte, die wir haben. Ich finde es schade, dass bloß zwei Full-Size-Produkte im Endeffekt drin sind. Aber, mein Gott, es sind auch wirklich sehr teure Produkte. Wir haben, wie gesagt, einmal die Bad Girl Bang Mascara, die 27 Euro kostet. Als Originalprodukt, dann einmal als Originalprodukt den Bravo Conditioning Eyebrow Primer für 30,50 €. Also haben wir schon insgesamt 57,50 Euro, nur mit den zwei Produkten. Dann den California Blush für 17,50 €. Also haben wir jetzt, dann haben wir mit dem schon mal 75 Euro. 75 Euro, nur diese drei Produkte. Dann haben wir noch diesen Professional. Ich denke, der kostet ungefähr so viel wie der andere. Ich würde jetzt mal mit 12 Euro rechnen. 87 Euro dann insgesamt. Dann dieser kostet 14 Euro.
sind wir schon auf 101 Euro. Und dann noch dieser Lippenstift im Mini-Format für 12 Euro. Und wir haben sagenhafte 113 Euro Wert in dieser Box. Ich weiß nicht, wie viel habe ich für diese gezahlt? 100 Euro hätte ja der Glossy Box Adventskalender gekostet und ich habe sozusagen die Baba Box und die Benefit Box insgesamt für 20 Euro gekommen in den Dreierbundle. Ja, im Endeffekt für 10 Euro pro Box habe ich so viel Wert. Das ist mega geil. Mega geil. Also da muss ich sagen, hat Glossy Box, auch wenn sie zurzeit sehr schlecht sind vom Support her, echt was Gutes geschaffen. Da bin ich mega begeistert, dass man die ins Boot bekommt. War bestimmt nicht leicht. Und auch, ja okay, Barbour hatten sie ja schon viele Kooperationen gemacht, aber mit Benefit jetzt nicht so viel. Ja, wohl auch schon in der Box Probepakete. Ich find's auf jeden Fall mega cool. Gefällt mir sehr gut. Sagt mir mal, was ihr von der Box hält, beziehungsweise was ihr von der Barbour Box hält. Ich verlinke sie auf jeden Fall oben. Würde mich sehr interessieren, wie ihr sie findet. Ich finde sie auf jeden Fall mega. Ich kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen, falls es sie noch zu kaufen gibt. Aber ich glaube, die sind schon ausverkauft. Wie gesagt, vergesst nicht, bei meinem Gewinnspiel vorbeizuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Sehr gerne einen Kommentar da lassen. Ich versuche, alles zu beantworten und auch zu lesen. Und ihr könnt mich natürlich auch kostenlos abonnieren. Entweder unten in der Beschreibung oder hier am Schluss an der Seite. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Tschüss!